Ja, einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Einen guten Morgen von der Brücke, Ihr Kapitän. Ja, herzlich willkommen in der Geburtsstadt Napoleons. Wir sind angekommen in Ajaccio. Ja, wie Sie sehen, es ist schon ein wenig, oder es ist ganz schön bedeckt. Der Vormittag soll allerdings noch ein bisschen trockener bleiben als der Nachmittag. Also für den Nachmittag sind dann auch leichte Schauer vorhergesagt. Ja, und wir erwarten so Temperaturen 16, 17 Grad Celsius. Also packen Sie sich eine Jacke mit ein, die kann nicht fehlen. Nicht lecker. Nicht alles auf einmal essen. Achso, alle sind dabei. Meine Liebe, wir sind im Schmankerl. Typisch österreichisch. Weitere Informationen, der Chef erklärt. Danke, Chef. Hallo. Servus. Grüßt euch. Mein Name ist Munir. Ich bin der Oberkellner, zuständig für dieses kleine, aber feine Restaurant. Wie mein Kollege sagte, österreichische Küche, sprich Wiener, Tafelspitz, Bauernspaus, Bauerngröstel, Kalbshaxe, dies und das. Wir sind den ganzen Tag geöffnet, also von 9 Uhr morgens bis 22.30 Uhr ist Küchenschluss. Bei uns kann man frühstücken bis 18 Uhr nachmittags. Für Langschläfer. Wir haben auch eine Kaffee- und Kuchenzeit von 15.30 bis 17 Uhr. Also Haferkaffee, Wiener Melange, dies und das. Zu jedem heißen Getränk gibt es ein Stück Torte gratis. Zum Beispiel Sacher, Linzer, Bauernkrapfen, Apfelstrudel, dies und das. Also lauter kleine feine Sachen. Wir haben das alles hier wird bei uns à la minute gemacht. Deswegen, das ist der größte Unterschied zwischen Ankermannplatz oder Atlantik. Also zum Beispiel, wenn Sie jetzt bei uns einen Kaiserschmarrn bestellen, ist die Wartezeit zwischen 7 und 12 Minuten, also bis der Kollege den Teig macht. Sie wissen ja, wie das geht. Deswegen ist da auch schön, macht ein Kollege aus den Philippinen. Aber nein, ja, ich wäre gerne dabei gewesen, wenn man ihm gesagt hätte, okay, du machst jetzt einen Kaiserschmarrn. Aber er schmeckt, bitte bedienen Sie sich. Wir haben hier am Tisch Käsespätzle, Wurstsalat, das Backhindel und Kaiserschmarrn mit Zwetschgen und Apfelmus. Also wie gesagt, wenn wir schon beim Kaiserschmarrn sind, er wird bei uns immer in der Regel mit Rosinen gemacht. Man kann gerne, falls man keine mag, anmerken, ich will keine. Da haben Sie sich schon gefunden. Okay. Auch besondere Anfragen kann man auch Vanillesoße verlangen. Man sagt, es geht nicht, aber es schmeckt auch. Bitte, bitte.